Wir sprechen heute über Seifen. Ich habe mal wieder so ein, ich würde sagen, Jahresvorrat an Seifen bekommen und die will ich euch heute an der Stelle zeigen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe eine kleine Seifenbestellung. Ich habe die Seife geschenkt bekommen. Deswegen steht da jetzt auch Werbung, da müssen wir schon ehrlich sein. Ich werde dir unten mal den Shop von Zenobia verlinken. Du bekommst Zenobia aber auch bei EcoVerde. Ich weiß es nicht, wo es Zenobia noch überall gibt. Ich denke mal, dass es noch bei anderen Online-Händlern gibt. Da habe ich, glaube ich, auch die Shampoo-Seife gesehen. Müsste einfach mal gucken. Aber der sicherste Weg auf dem eigenen Online-Shop, den verlinke ich dir unten in der Infobox. Legen wir los. Die meisten Seifen, die ich jetzt bestellt habe, sind eben Aleppo-Seifen. Die basieren nur so ein bisschen auf anderen Sachen. Es sind andere Inhaltsstoffe drin. Grundsätzlich ist immer Aleppo-Seife, Olivenöl und Lorbeer enthalten. Und hier ist jetzt noch Schwarzkümmelöl enthalten. Das soll ja richtig gut sein für die Haut. Ich bin gespannt. Kann da jetzt mal noch nicht so viel dazu sagen. Was jetzt Safran für die Haut kann, das weiß ich auch nicht. Also Gewürze ist ja meistens so, dass die halt eben auch eine positive Eigenschaft auf die Haut haben. Hier habe ich eine 60-40, da ist nichts weiter drin, das ist nur Lorbeer und Olivenöl. Und da sind eben 40% Lorbeer enthalten. Wenn du zum Beispiel jetzt so ein bisschen Probleme mit der Haut hast und sagst, ich habe zu fette Haut, musst du auch so ein bisschen darauf achten, dass du deine Haut nicht austrocknest, weil wenn du die Haut austrocknest, fettet sie wieder nach. Also das wirst du nie in den Griff kriegen, so, sondern du musst halt entgegenwirken, indem sich die Haut dann ausgleicht. Und da gibt es einfach verschiedene Konzentrationen, musst du mal auf der Homepage gucken. Hier ist nochmal der Safran. Dann habe ich hier Bio-Tonerde. Tonerde soll ja auch richtig gut sein, besonders bei fettiger Haut. Na? Jetzt will er nicht mehr scharf machen. Jetzt hat's. Wie früher schön die Hand davor. Tonerde. Dann habe ich hier die Antiochia-Seife und über die Antiochia-Seife habe ich schon ein Video gemacht. Und zwar hieß das die Aleppo-Seife und ihre Geschwister. Du guckst unter dem i, da findest du zum einen mal das Video über die Shampoo-Seife und zum anderen findest du das Video über die Aleppo-Seife und ihre Geschwister. Das guckst du dir auf jeden Fall mal an. Da erzähle ich ein bisschen mehr über die Seifen, also gerade der geschichtliche Hintergrund. Dann haben wir hier eine Nablus-Seife. Nablus kenne ich schon ein bisschen länger, also da bin ich immer wieder in Kontakt gekommen. Aber die finde ich richtig gut. Bei der Aleppo-Seife ist es so, Aleppo-Seifen riechen jetzt schon so ein bisschen. Also wenn du Wert auf Geruch legst, mir ist das nicht so wichtig. Außer ein Produkt riecht extrem, gibt es natürlich auch. Aber Aleppo-Seifen, riech mal im Laden dran, bevor du dir eine bestellst, ob das überhaupt was für dich ist. Ansonsten wirklich zu einer Nablus-Seife greifen, die riechen nicht ganz so schlimm. Weil die Aleppo-Seife, die reift relativ lange und hat dann so ein richtig vergesst immer das Wort, aber sie riecht halt echt für manche Leute so ein bisschen wie saure Milch, habe ich schon mal gehört. Dann haben wir hier eine Mardin-Seife. Und wenn die Aleppo-Seife so komplett nichts für dich ist, dann guckst du dir mal die Mardin-Seife an. Das ist eine Pistazienseife. Vielleicht ist das was für dich. Also ich mag die total gerne. Für mich funktioniert die auch richtig gut. Tonerde hatten wir schon. Dann haben wir hier eine Totes Meersalz-Seife und die hat so einen richtig coolen Print drauf. Das ist der Zenobia-Print, das hier. Das ist einfach das Wappen von der Familie. Oder wie sagt man, das steht für Zenobia. Sagen wir hier nochmal Meersalz. Dann habe ich hier Pfefferminze und die werde ich mir, denke ich, jetzt für die wärmeren Tage erst wieder für nächstes Jahr aufheben, weil ihr wisst ja,
Pfefferminze wirkt kühlend auf der Haut und das will ich jetzt nicht nochmal irgendwie haben. Schwarzkümmel, da bin ich halt wie gesagt echt, habe ich schon gezeigt, weiß ich. Aber da bin ich echt gespannt, ob das wirklich eine positive Wirkung auf meine Haut hat. Dann haben wir hier nochmal eine 60-40. Aber bei diesen reinen Aliposeifen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken, was für eine Konzentration man haben möchte. Ob man es mal mit einer ganz einfachen versuchen möchte oder eben mit der 60-40. Da gibt es noch andere, gibt es 80-20 gibt es glaube ich noch oder so, müsst ihr mal gucken auf der Homepage. An der Stelle möchte ich Daniel grüßen, mit dem ich halt schon länger Kontakt habe, der mich damals auch für das erste Video angeschrieben hat, ob ich da nicht Interesse hätte, das für ihn und seine Familie zu machen. Beste Grüße an dich an der Stelle, ich bedanke mich für die Seifen, die halten jetzt mal wieder eine Weile lang. Ungefähr so ein Jahr, kann man grob sagen, dann habe ich die auch wieder weg, weil ich verwende kein Duschgel mehr. Ich verwende die jetzt einfach für alles inzwischen, weil ich die einfach die Wirkung total schätze inzwischen. Ich finde die einfach richtig großartig. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du guckst unten in der Infobox, da findest du den Online-Shop und ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss!